Live dafür. Rio beginnt gegen Francesca. Woltermann etwas Ausgleich. Und das hat Franziska hier wirklich ganz, ganz top. Modernen Penholder-Stil, dann wirklich keine Antwort mehr. Patrick Franziska über. Und seine Beine. Damit muss man erstmal umgehen können. Nummer 45 der Welt schon. Und hier da ein bisschen Glück. Gehört dazu. Denn, komplett beenden und Trainer werden. Mit der Vorhand kann Franziska natürlich noch mehr Druck ausüben. Super Platzierung des Südkoreaners. 2:0 Erfolg, dann verlor Ruven Filos in der Verlängerung des Entscheidungssatzes gegen Liam Pitchford und das Spiel kippte komplett. Ochsenhausen gewann 3-2. Ja, immer wieder. Super Vorhandflip von Patrick. Ja, das ist seine stärkste Waffe. Die Aber wehe, wenn der erste Vorhandtopfchen zurückkommt. Die unter Trainer Helmut Hampel groß geworden ist. Das hatte schon ein bisschen was von Verzweiflung, diese Vorhand durchzukommen mit seinen Vorhandattacken. Franziska bringt relativ viele Bälle zurück. Und deshalb war das ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Das war eine klasse Platzierung und dann hat er sich genial bewegt, Ryu Sung-min. Das sind Bälle, die er in Serie gespielt hat, 2004 bei Olympia in Athen. Aber auch heute lässt er diese Klasse ab und zu noch aufblitzen. Das ist immer noch ein ganz gefährlicher Mann. Er hat den Franziska gelockt mit dieser. Liegt der Südkoreaner zurück. Den ersten Satz hat er knapp mit 9:11 verloren. Super Rückschlag. Träger. Satzbälle ausgelassen hat, jetzt keine Auszeit nimmt. Im Nachhinein ist man immer schlauer, vielleicht.
Jus Jongmin, der wittert jetzt natürlich die Chance, diesen zweiten Satz noch zu klauen. Drei Satzbälle nacheinander hat er abgewehrt. Und jetzt hat er den ersten eigenen Satzball, der Südkoreaner. Franziska ein bisschen verunsichert jetzt nach diesen vergebenen Chancen. Schafft aber den Ausgleich zum 11-Beide. Super Vorbereitung in der Butter. Und er gewinnt diesen zweiten Satz mit 13 zu 11. Und wie wichtig das ist, das sieht man an. Großen Unternehmen finanziert werden. Gegen Grenzau mit 1 zu 0 in Führung. Man hat das Gefühl, dass Rio eigentlich keine richtige Chance mehr hat, ins Match zurückzukommen, aber dieser Eindruck kann auch trügen. Er wird bis zum Schluss alles probieren, der Südkoreaner. Aber klar ist, Franziska beherrscht Rio längst nicht so deutlich, wie das in den letzten Duellen der Fall war. Kann natürlich sein, dass er trotzdem 3-0 gewinnt am Ende. Aber die Spiele zuvor waren doch viel, viel klarer. Er will natürlich alles. Und da geht er wieder über die Rücken. Hat der Franziska ein bisschen gelockt. Patrick Franziska. Satzball Rio Jongmin. Und Rio mit ganz viel. Hat er zwar und das war, glaube ich, kein Zufall, dass Trainer Schuh das Timeout bei 11-11 genommen hat. Nämlich vor einem Aufschlag Rio Jongmins. Ich denke, dass er genau mit Patrick Franziska diese Variante auch besprechen wollte. Mach was mit der Rückhand. Versuch den Aufschlag anzureißen, aus der Vorhandseite auch mit der Rückhand anzuziehen. Und das hat funktioniert. Matchball. Und den ersten kann Patrick Franziska direkt verwerten.
Das 3:0, das täuscht natürlich.